Dankeschön. Ich werde das Gefühl nicht los, dass viele Frauen unter Ihnen sich mich jetzt nackt vorstellen. Ja, macht doch nichts. Mach ich doch auch. Nein, ich meine, das ist doch der Normalzustand. Nackt, so werden wir geboren. Ne? Kleidung kommt ja erst später dazu. Gut, das ist doch schön so. Sie wärmt uns, sie gibt einen gewissen Schutz vor den Unbillen der Witterung. Regen, Schnee, Hagel, Steinschlag. Hm? Kleine Steine. Sie hilft, Figurprobleme zu kaschieren. Sie hilft, Verlegenheit zu überspielen. Man kann sich so Schuppen wegmachen oder Stäubchen oder Fädchen. Oder so Fältchen kann man so gerade ziehen. Ne? Sieht doof aus, wenn man das nackt macht. Ja, und so trug ich bei meiner ersten und einzigen FKK-Erfahrung einen breiten Gürtel. Konnte ich wenigstens so dastehen. Ich hatte auch verschiedene Gegenstände an diesem Gürtel. Kartentaschen, Klappspaten, Feldflasche, Wasserpistole. Das gab mir eine gewisse Sicherheit. Die brauchte ich auch, weil alle guckten. Nee, FKK ist nichts für mich. Weil ich ja auch nicht hundertprozentig zufrieden bin mit meinem Körper, wissen Sie? Ich finde ihn punktuell suboptimal. Ja, so wie viele Frauen unter Ihnen sicherlich schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, sich den Busen vergrößern zu lassen, so habe auch ich schon ernsthaft erwogen, meine Hoden verkleinern zu lassen. Ja, Sie lachen, das ist nicht schön, wenn man in eine Sauna kommt und die Leute werden ohnmächtig. Oder im Sommer, im Urlaub, am Strand, wenn die Menschen mit Fingern auf einen zeigen. Guck mal, der Herr Lippe hat wieder nur Blödsinn im Kopf. Hat sich zwei Apfelsinen in die Badehose gesteckt. Das sind keine Apfelsinen, Schatz, das sind Honigmelonen. Ja, und dann ist gemeinsames Entkleiden nach meinem Verständnis auch Auftakt zu einem zärtlichen, erotischen Beisammensein. Das heißt, ich sehe in diesem Zusammenhang mich und eine weitere Person. Vielleicht zwei. Höchstens drei. Aber ein ganzes Rudel 70-Jähriger, beiderlei Geschlechts, nackt, beim Beachvolleyball. Nein. Das lässt mich eher verstört zurück. Ne? Aber diese Hardcore-Nudisten sind ja schmerzfrei, ne? Die machen ja alles nackt. Shopping, Biking, Jogging, Nordic Walking. Ne? Grilling. Hören Sie mal, wie kann man denn nackt grillen? Nicht nur, dass es sehr leichtsinnig ist. Zumindest für einen Mann. Sich nackt mit einem Würstchen in der Hand. Womöglich auch noch fotografieren zu lassen. Nimmt sie aber jetzt mit, diese Vorstellung. Ne? Einer muss es ja auch machen, das Grillen, das Wenden des Grillgutes. Jetzt ist er ja auch nackt, Schürze darf er ja nicht tragen. Also wie steht dieser arme Mann an dem Grill? Na, aus Spritzschutzgründen doch wahrscheinlich. So in der Art. So steht er da, nackt. 100 Nackte um ihn rum. Ja, das ist so eine Position mit einem recht hohen Aufforderungskoeffizienten. Ja, da kann man fast von einem Schlüsselreiz sprechen. Jetzt lassen Sie mal einen altgedienten Urologen unter den anderen Grillern sein.
Der geht vielleicht einmal an Ihnen vorbei. Vielleicht auch ein zweites Mal. Aber beim dritten Mal. Und dann die große Hafenrundfahrt, nicht? Wie der Urologe es scherzhaft nennt. Ja, und da kann er auch nichts für. Das ist praktisch Pavlov, Reizreaktionsschema. Oder ein alter Stabsarzt mit 200.000 Musterungen am Puckel. Husten Sie mal! Möchte ich nicht. Was ich mir lustig vorstellen könnte, wäre ein Nacktgottesdienst. Und zwar der Moment, wo einer zu spät kommt und eine komplette Bankreihe einen Sitz weiterrutscht. Um ihm Platz zu machen. Das Geräusch. Au! Ja, einer zieht sich an Splitter ein. Ja, und dann die Konversation bei so einem Nacktgrill-Event, die ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen limitiert. Ne? Sie haben eine Raupe am Glied. Das ist keine Raupe. Das ist eine Krampfader. Das kommt vom vielen Stehen. So.